So. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Fahr einfach mal los, ich will jetzt nach Haus. Und die Bremskraft ist fertig. So. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich denn jetzt mache. Ich brauche auch Öl. Das ist ja das nächste Problem. Also hier unten habe ich auf jeden Fall genügend Platz und nach oben, hier kann ich noch ein Dingens setzen, hier Landaufschüttung und so ein Kram. Das ist eigentlich auch kein Problem. Ich werde hier die Schiene mal weiterführen, hier entlang und hoffen, dass alles gut geht. Keine Ahnung. Aber bevor ich jetzt hier Dings setzt wie blöd, Schienen und hier kilometerweit rumrennen und dann nicht mehr nach Haus kommen, weil ich alles zurücklaufen muss, baue ich mir einen Zug und fahre dann einfach nach Haus. Denn ich brauche so viel mehr Kupfer für die Raketengeschichten hier. Deswegen sich da ein bisschen vorbereiten. Wo sind die Motoren da? So, reicht's? 20, ja. Jetzt fehlen nur noch die hier. Gut. Ja, Holz habe ich dann einstecken. Mit Holz kann man ja auch fahren. Ist zwar etwas ungewöhnlich, aber es geht. Gut, dann baue ich hier eben meinen Blueprint fertig. So. Ja, sitzt richtig. Doch, das geht, das geht. Okay. Wo ist der erste Leere? Hier. Und? So, das müsste eigentlich genau ein Abschnitt sein. Von hier. So, zack. Da muss ich halt dann immer ein bisschen schummeln, wenn ich hier über eine Kurve oder sowas mache. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja. Und. Bam. Wie viel sind es? Zwei Schienen, ne? Jo. Okay. So, und dann. Bam.
Ah, ich weiß jetzt auch wieder, wie ich das immer gemacht habe. Moment. Ach, hör auf zu craften. Jetzt kannst du weiter craften. Zack, zack. Holz, Holz. So. Natürlich ist es richtig geil, wenn man dann in so einen Wald kommt. Und erstmal Ewigkeiten Bäume wegmachen muss. Aber das ist auch nicht schlimm. Weil es geht ja. Es wird. So. Ich meine, wenn man dann in einen richtig fiesen, dichten Wald kommt, sowas wie hier, aber halt mittendurch, macht man eh erstmal die Bäume weg und setzt dann die Gleise, bis es nicht mehr geht. Also. Das ist ja jetzt kein Weltuntergang hier. Aber. Ja. Eisenbahnnetze bauen ist mit Robotern einfach so viel angenehmer. Was ich auch noch machen kann, ist ein weiterer Roboport. Da fehlt halt ein bisschen was. Naja, mal schauen, ob der Lok was passiert oder nicht. Oh, haben die Roboter jetzt so viel gezogen? Okay, dann brauche ich hier noch einen. Und ein bisschen Eisen. Bei dem Strom geht es ganz gut. Das ist sehr schön. Aber dann mache ich mir nochmal einen Roboport, dann habe ich eine etwas größere Reichweite. Oh, ich mache zwei, komm. Das ist ein freies Land. Ich mache mir einfach zwei. Dann brauche ich aber noch ein paar. Roboter. So, zack. Ich weiß gar nicht, ob ich alle benutzen kann. Hör mal auf zu craften und dann craftest du halt die Signale nochmal hinten dran. So. Aber wenn ich so viele Roboter habe, wie viel sind es? 25? Okay, dann sind es jetzt 25 zu viel, aber ganz ehrlich, ist jetzt nicht so schlimm. Weil ich eh nichts baue in der Base und es da nicht unbedingt jemanden interessiert, wenn da jetzt ein paar Roboter fehlen. Also mich interessiert es zum Beispiel nicht. Jo, dann. Ich mach das weg. Das wird halt jetzt etwas langwierig. Aber so ist das halt mit Gleisen. Und Zügen und Schienen bauen und ja. Ah ja, die ziehen mir die Batterien leer, das ist krass. Dann warte ich jetzt hier mal, weil ich denke nicht, dass die Batterie jetzt auf einmal irgendwie einen super Schwung kriegt und voll wird. Die ziehen jetzt alles leer. Ups. Ich kann nicht auf die Rüstung zugreifen. Was machen die da? Das ist nicht in Ordnung.
Wo sind die jetzt hin? Na, wo sind sie hin? Mhm. Kommen die jetzt mit, wenn ich mit dem Zug hier lang fahre? Jo. Ne? Nein! 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 Aber anscheinend gehen sie auch nicht auf die Strommasten los. Oh Mann, ja, dann kommt's mal her und dann werdet ihr hier eben zu Tode gekitzelt. Ja. Haben sich bepisst vor Lachen. Oh, dann hoffe ich mal, dass... Oh mein Gott, nein. Hier hinten ein schicker, kleiner Kupferbahnhof ist. So, hier. Mhm. Wo sind jetzt die Züge? Hier einer, da der zweite. Hier und hier. Und hier. So. Nein, knabbern nicht an dem Zug. Also das nervt gerade schon dezent. Na, hätte ich auch früher drauf kommen können. Hä? Hey. Hier. Ah, so. Gut. Ja, das stimmt. Da hätte ich dann hier das Gleis auch nicht abreißen müssen. Aber ja, ich wüsste halt gerade nicht, was ich tun soll. Ich war in Panik. Oh nein. So. Das. Ja. Rückzug. Ah! Okay. So. Dann die hier. Die Verbindung müsste doch eigentlich das. Oh wow, das war knapp. Ich habe halt keinen Supermasten mehr, aber ich kann noch einen bauen. Das ist sehr praktisch. So, dann das hier alles wegreißen. Ich mag die Aliens nicht. So, kann ich vielleicht mal Kugelschaden? Ja. Dann bin ich mit dem Gewehr auch ein bisschen schneller. So. Hier überall die Türme hinklatschen, dann sind die nämlich auch weg, diese Nester. Hier mal die Bäume weg. Okay. Ich glaube, das hier ist weg. Ist leer, kaputt, was auch immer. Gut. Das hier. Alles weg. So. Die Verbindung ist ja noch da. Jo. Ich habe auch noch genügend Gleise, was mich sehr freut.
Ich könnte hier mal ein Radar hinsetzen. Was ist da los? Okay. Na gut. Also. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte ein Radar setzen und gleich wieder abreißen. Hallo? Ein Radar setzen und gleich wieder abreißen. So. Hier ist aber kein. Nö, kein Kupfer. Wie sieht's denn hier aus? Kohle. Na, toll. Als hätte ich nur schon genügend Kohle. Dann schalt weiter. Ich meine, irgendwann werde ich doch sicher auf Kupfer treffen. Und Lasertürme und sowas habe ich ja auch noch dabei. Also bin ich nicht so ganz schutzlos. Und die Züge, die in voller Fahrt sind, die interessiert es herzlich wenig, ob da jetzt ein Alien ist oder nicht. Solange ich dann die Abbaustelle gut sicher mit Mauern und Türmen interessiert das herzlich wenig. Anscheinend gehen die Aliens nämlich nicht auf Strommasten. Was ich sehr gut finde. Oh. Den und. Wow, das war knapp. Das war ein bisschen knapp, ja. Was ist das für eine? Oh, okay, ich verstehe. Dann so nach und nach hier vortasten. Wow. Ach ja. Hier. Und dann das weg. Und das und weit weg. Dann kann ich ja mal einen Teil der Bäume hier zum Heizen verwenden. Ja, genau, speichern. Okay. Ja. Gut. Nicht gut. So. Jetzt wird da, das ist ein Nest etwas aufgeräumt. Da muss dann noch das hier alles her. So. Oh mein Gott. Was für ein Riesenhaufen an Würmern. Und, oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt wird's dunkel. Ich glaub's nicht. So. Wie weit kann ich hier runterbauen? Nicht weit. Okay. Mann, brech das mal ab. Ich brauche hier noch einen Strommasten. So. Zack. Und bam. Diese Türme eben noch einsammeln. So. Da drüben geht's weiter. Ich glaube, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich nehme das mal alles mit. Und das hier. Und baue hier eine Lampe hin. Und schütze mich. Okay. Hier stehen noch zwei Türme rum. Und das Schöne an den. Diesmal einer, oder? Ja.
Das Schöne an den Lasertürmen ist halt, dass man sofort sieht, wo noch einer steht, wenn der Strom weg ist. So, dann nehme ich das mal wieder mit. Es wird auch langsam wieder hell im Spiel. So. Was für ein tolles Ölfeld. Haha. Deck das mal auf. Ernsthaft. Nicht mehr. Okay. Dann fahre ich jetzt hier hoch.